So, da bin ich wieder zurück bei Let's Play Zelda Link's Awakening. Ich sehe gerade, ich habe ein kleines Problem mit der Steuerung. Oh, das kann passieren. Lululululut. Ah, da. Ja. Ich muss meinen Controller mal ein bisschen einstellen. Aber jetzt tut wieder alles. Jawohl. Ja, wir waren hier im Dungeon Level 4 im Wundertunnel stehen geblieben. Autsch. Und ich bin gleich tot. Hilfe! Helf mir! Stup! Nee. Ah, danke. Boah, weg mit dir, du Biest. Na, ich möchte erst die anderen Ecken hier erkunden. Du, 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 du. Okay, der bringt uns noch nichts. Ah, der Wundertunnel, das war doof, egal. Einfach mal ein bisschen hier. Ah, da sind ja noch mehr Schleimis. Und noch mehr Stachis. Ah, ich glaube, und hier geht's meist. Ach, hier geht's über zur Natur. Oh, die Karte, cool. Wollen wir gleich drauf gucken. Ah, ja. Ja, so ein Pfeil oder so ein Fisch oder sowas. Hier könnten wir schon lang. Sollen wir hier schon lang? Nö, ich gehe doch erstmal den anderen Weg. Ich gehe erst da unten lang. Und zwar hier. Und, noch was. Einen neuen Schnabel. Und da brauche ich noch einen Schlüssel. Das heißt, jetzt muss ich mal eben gucken, ob da auch ein Weg nach unten war. Ja, da ist auch ein Weg, der nach unten führt. Dann gehe ich den zuerst. Klar, die sind wieder da. Ey, bist du wohl? Wolltet ihr nicht draufgehen? Weg mit dir. Und der Kompass. Wir haben schon alle drei Items, die wir hier sowieso immer kriegen. Den Schnabel, den Kompass und die Karte. Super cool. Ah ja, hier liegt ein Schlüssel versteckt. Danke. Tja, nun öffnet sich die Tür aber leider nicht. Ja, die öffnet sich erst, wenn wir alle Gegner besiegen. Da gehen wir auch gleich mal hier durch. Wow, das war eine knappe Kiste. So, und hier brauchen wir den nächsten Schlüssel. Den bekommen wir aber erst, wenn wir da oben. Stick. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Ein Götterhorn. Ja klar, jetzt spawnt hier nicht wieder neu, ne? Natürlich. Yeah. Bekommen weniger Schaden. Es ist gut. Macht mir neuen Mut. Wir sind bewahrt vor der Flut. Whee! Jump, Blink, jump. Oh, da hat's auch gepiept. Da hat man's gehört. Schnell eine Bombe geplantet. Ausgewichen. Und dann nehmen wir den Key an uns. So, fast jedes Schloss ist schon mal gut. Aber ich möchte noch ein bisschen Aura weiter erkunden. Entweder landet ihr jetzt oder ihr bleibt da stehen. Ihr geht mir auf Nerven. Danke. Und gleich noch ein Schlüssel. Cool. Autsch. Auch gleich ersoffen. Ja, Link kann leider nicht schwimmen. Kein Schlüssel. Boah. Saved. Schnell weg. Mit dem Schlüssel, den wir haben, können wir jetzt da hinten die Tür aufmachen. Da kommen wir da rüber.
hier müssten wir dann rüberkommen. Müsste auch möglich sein, dass wir hier von links direkt nach oben jumpen können. Das geht mit Sicherheit. Ich möchte es aber jetzt nicht ausprobieren. Ja, so ja, ihr seid auch wieder alle da. Stimmt, es sind ja nur zwei Sekunden vergangen und die Gegner sind alle wieder da. Trickstar, du stehst nicht wieder auf. Ja, das ist mir egal, dass du hier noch rumtanzt. Die Tür. Aha. Oh, jawohl, ein Teil der Macht. Ja, zu der Truhe kommen wir leider noch nicht. Die ist uns leider noch versperrt. Oh, da war knapp. Und da brauchen wir den nächsten Schlüssel. Haben wir dabei? Ey, gehst du mal weg. Oh nein, der Schlüssel ist runtergefallen. Kommen wir leider nicht hin. Denn um an den Schlüssel zu kommen, müssen wir schwimmen können. Und das können wir noch nicht. Geht da weg. Danke. Ah, toll, wo stehen die da? Lalala. Dankeschön. Eine Niete, ich glaub's ja nicht. Nee. Die Karte sagt... Boah, wir haben schon ganz schön viel erkundet. Die Karte sagt, ich gehe nach oben. Ach cool, ein kleiner Schlüssel. Danke. Ja, und hier haben wir das Rätsel. Toll, da kommen wir doch nicht hin, da müssen wir von der anderen Seite lang. Außerdem müssen wir da am besten schwimmen können. Können wir noch nicht. Heißt also, wir gehen jetzt mal hier lang. Und da ist der Bossraum. Können wir auch nichts machen. Oh, ein Schmarrn hier. Geh da weg. Dankeschön. Tschüss. Dann gibt es noch einen anderen Weg, den wir gehen können. Na klar. Und zwar ist da hinten noch eine Leiter. Ach, wir haben ja auch einen Schlüssel. Wir können ja auch hier jetzt rein. Ach, geh weg. Da möchte ich mal vorher heilen. Mal gucken, ob es hier was zum Heilen gibt. Nein, nein. Juhu. Mal gucken, was erwartet uns denn hier? Überraschung. Wollen wir uns austricksen? Aber wir haben ihn ausgetrickst. Tja, das war's mit dir, Miniboss. Wasserflo oder was auch immer du bist. Den haben wir erledigt. Und... Oh, Hilfe! Können wir auch durch? Nein, leider nicht. Schade. Na gut, wir müssen das jetzt hier rausziehen mit unserem Kraftarmband. Ohne geht's nicht. Und dann ganz geschwind da durchhuschen. Meine Truhe. Cool, was ist da wohl drin erwartet? Brauchst du schießen, ihr Scheißdinger? Ja, yeah, die Flossen! Jetzt besitzt du endlich ein paar Schwimmflossen. Drückst du beim Schwimmen den B-Knopf, kannst du sogar tauchen. Geil! Ach, jetzt sind wir hier. Ach, danke. Jetzt müssen wir uns die Reihenfolge hier merken. Also, oben, unten links, oben rechts. Ja, ja, ist ja gut. Von unserem Kreuz. Okay, zack. Ja. Zack, 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 zack. Alles klar. Sollte machbar sein. Verschwindet mal, ich muss mich hier konzentrieren. Zack.
Zack. Zack. Zack. Und der letzte. Das war's. Komm ich jetzt hier zum Boss oder wo komme ich jetzt hier raus? Ha! Genatz, du Trottel. Hui! Nee, ich komme nicht zum Boss. Ich komme. Ja, zum großen Schlüssel! Endlich! Mit dem großen Schlüssel lassen sich die Verstecke der Endbosse öffnen! Juppie! Autsch! Schmerz! Nicht mit mir! Okay! Ja, okay, dann gehe ich hier lang. Ich kann ja jetzt schwimmen, mir ist alles egal. Und ich weiß, da geht's hoch, da können wir auch noch hin, da geht's wahrscheinlich zum Boss. Aber ich muss ja noch hier einen kleinen Schlüssel holen. Und der liegt hier im Wasser. Da ist er. Tada, gefunden. Haben wir den nächsten kleinen Key. Damit können wir die letzte Bastion öffnen, die uns im Weg stand. Dann kommen wir auch schon zum Boss. Coole Sache. Ah, nee, hier will ich ja gar nicht lang. Unten will ich lang. Jetzt haben wir noch eine Truhe. Mit 50 Rubinen. Habe ich alles? Nein, eine Truhe ist noch nicht da. Ist noch da. Boah, die muss ich mir nachher holen. Also die Tasten vertauscht. Okay. Einmal rein. Oh, Cheep Cheeps. Das. Und dies. Mist, ich dachte, das Teil der Macht hält noch ein bisschen. Nein! Kommen die Monster wieder? Mal ausprobieren. Kommt ihr wieder und gebt mir einen Teil der Macht, bitte. Nee, geh weg! Oh, hier kann man gut farmen. Einmal mache ich noch. Wäre geil, wenn so ein Teil der Macht nochmal kommt. Ja! Dann gehe ich jetzt zum Boss. Auf geht's. Oh, wir müssen runter. Und der sitzt hier unten, der Boss. Blub, 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 blub. Oder blub, blubber, blubber. Ja, das macht das Ganze viel einfacher mit dem Teil der Macht. Hui, das war's schon. Und der Boss ist down! Wir haben gewonnen! Der Blubber Blub Blub ist down! Und wir holen uns die Harfe! Ist das die Nixenharfe oder was ist das? Aber war schon Neptuns Harfe! Schön! Naja, Neptun, du konntest auch schon mal besser Harfe spielen, wa? Was gibt's denn jetzt für einen Tipp? Bucht, mit voller Wucht geht's zur Bucht. Ne, glaube ich nicht. Ich muss hier nochmal rein. Denn hier liegt ja noch eine Truhe. Aha. Okay, die will ich aber eben haben. Hört mal auf. Ausgetrickst. Ist er denn nochmal? Ach, die dachte da oben, ne? Ja, 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 da genau. Ey, gehst du mal jetzt weg? Es sind zwar nur Rubine, aber es sind 50! Meine!
sind meine 50 Rubine. Jeder Rubin ist wertvoll und muss gewürdigt werden. Und jetzt können wir diesen Wundertunnel, den vierten Tempel, auch wirklich verlassen. Wir müssen nicht wieder rein. Wir haben alles.